Ja, Tag zusammen und Glück auf, frisch auf bei Potternander. Ich bin hier am Wanderparkplatz bei Mutter Vena in Ohr-Erkenschwick auf dem Harter Grenzweg. Ja, die Anfahrt aus dem Ruhrpott war für einen Freitagnachmittag, wie es sich gehört, echt schlecht und nervig. Das hat aber auch alles sein Gutes gehabt, denn da sitze ich auf der Bank, packe meine Flörren zusammen, mache ein paar Fotos und da steht auf einmal die Frau Hollmann neben mir. Das gibt's ja gar nicht. Die Autorin von den Wanderbüchern aus dem Klartext Verlag. Ich bin sprachlos. Also Zufälle gibt's. Jetzt freue ich mich auf den Weg. Ab geht's. Kaum ist man auf dem Weg, ist auch schon alles wieder gut. Der Waldboden, der ist so herrlich weich und sandig, das ist ein Traum. Ja, da wollte ich doch mal wieder richtig schlau sein und habe mir alles perfekt vorbereitet. Den Track runtergeladen, aufs Navigationsgerät überspielt und siehe da, ja, ist nicht rübergekommen. Jetzt stehe ich da und muss ich gar nichts, denn die Tour ist perfekt ausgeschildert. Ist auch mal ganz entspannend, ohne diese Blechbüchse sich da leiten zu lassen und ein bisschen auf den Weg zu achten. Also geht doch. Mich verfolgt ein Pferd. Ja, Grenzweg. Harter Grenzweg. Hart an der Grenze. Wer Wanderautobahnen mag und hier einfach wandern will, kommt absolut voll auf seine Kosten. Dort ist natürlich dementsprechend gut besucht. Wanderer, Reiter, also jede Menge wanderbares Treiben. Mich stört's nicht, ich find's cool. Abgesehen davon ist es mit 15 Grad hier lecker warm und das zarte Grün kommt endlich ganz, ganz, ganz sachte hervor. Oh, wird aber auch Zeit. Ja, Zeit. Zeit spielt hier keine Rolle. Kannst du an den Nagel hängen.
Aber was hat denn? Es geht halt ja wie bei der Achterbahn. Hier so, schupp runter, um zack, da gleich wieder hoch zu gehen. Das sieht aus wie eine Wand. Wieso denn? War ja klar. Die Berge finden mich. Ich suche mir das nicht aus. Boah. Und so geht es dann immer weiter auf wunderschönen Waldwegen. Jetzt wird es auch langsam einsamer. Nur im Hintergrund höre ich neben vielen Naturgeräusche immer Fluglärm. Ah, das stört ein bisschen, aber sieht das nicht schön aus? Wunderbar, oder? Ja, das geht hier fleißig immer auf Strecke, ne? Wird richtig warm, ey. Schon Mütze ausgezogen. Ich hätte wirklich auch kurze Hose heute tragen können. Donnerwetter. Ja. Ja, jetzt labert mich auch noch hier Komoot aus der Tasche zu. Ja. Woran das gelegen hat, den Track, den hatte ich doch kopiert. Ich weiß es auch mal nicht. Ist egal, braucht man auch nicht, ne? Geht ja immer nur hier durch Wald- und Forstwege. Ich glaube, ein Drittel habe ich schon. 4 Kilometer. Soll ungefähr 11 sollen es werden. Ist halt zum Genießen, ne? Kannst einen Meter machen. Herrlich. Dieses zarte, frische Grün. Toll. Kein Boden ist weicher als der in der Hart. Also weich, nicht hart. Und wer noch mehr schlechte Wortspiele mit der Hart weiß, darf es bitte in die Kommentare posten. Das sieht wirklich so märchenhaft aus. Wahnsinn. Ja, hier steht dann auch noch auf einer der vielen Hinweis- und Infotafeln. Ich lese euch das mal vor. Verwandlung. Besonders im Winter vermittelt der schlängelnde Wuchs der Eichen hier im Naturschutzgebiet Schwarzer Berg eine verwunschene Stimmung, wie ich ja genau schon sagte. Diese Wuchsform ist vermutlich durch die frühe Nutzung als Niederwald entstanden. Aha. Dabei wurden die Eichen schon nach 30 Jahren gefällt, die Rinde für das Gerben von Leder und das Holz als Brennholz verwendet. Aus den Wurzelstöcken trieben neue Eichenstämme aus. Inzwischen ist der Niederwald zum Hochwald gewachsen. Der Regionalverband Ruhr führt in diesem ökologisch wertvollen, totholzreichen Altwald vor allem Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen durch. Klasse! Pinke Bank, Häutchen. Heiß, ey. Boah. Wow, da vorne, könnt ihr es sehen? Die dreibeinigen Herrscher kommen. Ein Tripod. Ah!
So, hier kannst du was lernen über den Hirschkäfer. Also, die erwachsenen Käfer leben nur etwa 8 Wochen, fliegen im Juni, Juli und treffen sich zur Paarung. Abbildung Lebensgröße. Immer, das sind so Johnnies, ey. Weibchen legt etwa 20 Eier bis zu 75 cm tief unter der Erde an den Wurzeln einer morschen Eiche, wie die hier. Die Larve frisst sich 3 bis 8 Jahre durch das morsche Holz und wird dabei bis zu 11 cm lang. In einer faustgroßen Kammer, 20 cm unter der Erde, verpuppt sich die Larve zum fertigen Käfer und dann geht's wieder von vorne los. Wahnsinn! Hirschkäferwiege. Bitte nicht betreten. Danke, Sie schützen damit den Brutplatz der Hirschkäfer. Ja, sollen Sie sich doch da wohlfühlen. Das ist doch auch herrlich. Klasse. Ja, lustig, ne? Alle wollen so Ökostrom, aber kein Mensch will so ein Dingsbums da im Garten stehen haben, so ein Windrad. Ja, in der Tat, es macht Geräusche, das summt ein bisschen. Ja, und wenn man in diesem Windschatten ist, dann ja, kann das schon mal nerven, aber naja. Strom ohne Atom. Eieieiei. Schon ein bisschen spooky, ne? Boah. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es tatsächlich um Buchen geht. Hier steht, je älter, desto dicker. Ausschnitt. So, fertig. Hart an der Grenze. Landstreiferrunde. Also, das ist was, um Kilometer zu machen. Da kannst du also ordentlich Gas geben. Schön ab auf die Waldautobahn und Natur genießen. Das machen natürlich noch ganz viele andere auch. Aber das ist nun mal so. Naherholung ist für jeden da. Ich habe mich super gefreut. Vor allen Dingen habe ich auch noch eine schöne Begegnung gehabt. Und zwar habe ich die Autorin
von einem meiner liebsten Wanderbücher hier am Parkplatz getroffen. Großartig. Grüße nochmal an dieser Stelle. Die Frau Hollmann. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich eine schöne Tour hatte bei allerfeinstem Wetter. Das ist frühlingshaft mild, fast sommerlich warm. Jetzt kommen noch mehr. Ich genieße noch ein kleines bisschen hier die Landjäger und fahre dann gleich wieder nach Hause. Bleibt gesund, vergesst das Rausgehen nicht. Euer Schrömi von Potternander. Bis bald.